Mein Name ist Ulrich Rekers, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Rekers Betonwerk und bin hier seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig. Die Firma hat sich dann im Laufe der Zeit von der Baufirma hingewandt zur industriellen Vorproduktion von Betonteilen. Das sind heute Stahlbeton-Fertigteile, Garagen, aber auch Pflastersteine und andere Betonwaren. Für uns ist heutzutage erkennbar, dass wir in Zukunft mehr in Richtung Digitalisierung machen müssen, um beispielsweise einem bevorstehenden Personalmangel eher entgegenwirken zu können. Aber auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit birgt die Digitalisierung große Chancen, die wir nutzen wollen. Die Firma Progress eigentlich uns positiv dadurch aufgefallen, dass sie halt diese Innovation gerne mitgegangen ist. Man war also offen für Neuerungen. Es gibt für mich so ein schönes Beispiel. Wir haben nicht nur die Roboter, die unsere Bügel vor den Bügelbiegeautomaten dort wegnehmen, sondern diese Roboter können auch gleichzeitig das Biegewerkzeug wechseln. Progress hat eigentlich innerhalb von wenigen Wochen eine 3D-Darstellung eines modifizierten Biegekopfes dort präsentiert. Als wir die Mattenschweißanlage fertig konzipiert hatten, mit den Knotplätzen, wo dort die Wandplattenkörbe komplettiert werden, da war klar, okay, wir brauchen eigentlich eine Just-in-Time-Belieferung mit genau den Bügeln, die ich für den Korb gebrauche, musste ich die Bügel direkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben. Und da war klar, dass wir eben nicht nur einen Roboter gebrauchen, der die Bügel vom Bügelbieger abnimmt, sondern wir brauchen auch eine Logistik, die dann diese Bügel auf einem geeigneten Gestell zur Verarbeitung hinbringt. Das erfolgt auf dem Schritt zur Mattenschweißanlage vollautomatisch, in der restlichen Halle zu den sonstigen Knotplätzen mit einem Stapler, der allerdings dann auch, ich sag mal, digital die Informationen direkt bekommt. Diese Roboterlösung, denke ich, wird sich in breiter Front irgendwann durchsetzen, weil der Roboter auch durchgehend arbeitet. Diese Möglichkeiten haben wir jetzt mit der Mattenschweißanlage und mit der ganzen Logistik, konnten wir unserer Abschätzung nach etwa 10 Mitarbeiter einsparen, aber die waren als Lücke vorher nicht vorhanden. Also wir schaffen es mit weniger Personal an drei Roboter unterstützten Biegerautomaten inklusive einer Transportlogistik, die dahinter programmiert wurde, über wesentlich weniger Reibungspunkte die entsprechenden Eisen an die richtigen Stellen zu verbringen und weiter zu verarbeiten. Also da steckt schon eine ganze Menge Wissen und Know-how, was man da seinerzeit mit Firma Progress gemeinschaftlich erzeugt hat im Gesamtkonzept, was uns immense Vorteile heute bietet. Die Anlage läuft sehr gut, sehr stabil und insofern freuen wir uns, dass die Zusammenarbeit zu so einem guten Ergebnis geführt hat.